Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. Wir haben in der letzten Folge hier die Wiege des Orphan betreten, was sozusagen die Personifikation des Falsi Eden sein soll und die uns zu Orphan und Bartenderless führen soll. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich offscreen noch einige KP sammeln werde, und das habe ich wirklich gemacht, und zwar bis zur oberen Grenze, fast 1 Million. Habe aber noch mehr getan als das. Ich habe auch noch gegen ein paar Juggernauts gekämpft, um mir noch ein paar Teilchenbeschleuniger zu holen. Sind nur 3 Stück, ich weiß, aber das reicht vielleicht schon ein bisschen, noch weiter an den Waffen rumzuschrauben. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal ums Crystarium. Das wird lange genug dauern, weil es ja schließlich fast 1 Million KP sind. Ne? So, Magie für Lightning. Ob sie es denn brauchen oder nicht. Ist erstmal dahingestellt. So, als Verheerer ist sie jetzt schon wieder fertig. Können wir mit Heiler weitermachen. Ja, also die vielen HP, die wir jetzt hier kriegen, die sind sehr gerechtfertigt. Ja, Magie, von mir aus. Die liegt eher was an Angriffskraft und an HP. Jawohl. Ach, jetzt lernt sie auch mal Stoppgeier. So, Magie. Ja, Angriff. Angriff. Und noch mehr. So. Heiler ist damit für sie auch wieder fertig. Die restlichen etwas über 500.000 können wir in die sekundären Berufe stecken. Nee. Ah, hier, der war angefangen. Ist zwar nicht viel, was hier kommt. Ach, sie lernt noch Beat. So, Augmentor, ja. Ja, das bisschen an HP, was sie hier noch kriegt, ist alles in Ordnung. Angriff kriegt sie auch noch sogar ein bisschen was. Hat Feuer erlernt. So, das ist ein Müll. Angriff plus 7, jawohl. Autofertigkeit, Konter. Also immer noch kein guter Verteidiger, Lightning. Gift gelernt, okay. Jawohl. Ad Aqua. Schön, weiter geht's. Die Kosten werden immer höher. Plus 8, aha. Gut, Manipulator könnten wir vielleicht noch ein bisschen was schaffen, aber bestimmt nicht mehr alles. Oh ja, 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 ja. 18.000 jetzt pro Punkt. Mann, oh Mann. Okay, nächster. Hope. Augmentor war fertig. Heiler hat noch nicht angefangen. Verheerer war mit drin. Ja, wow. Ja, ja. So. Dasselbe bei Lightning mit Magie. Brauchst du nicht wirklich die Angriffskraft, aber egal. So. Aber was du kriegst, kriegst du, ne? Sehr schön. So, jetzt Heiler. Du darfst ruhig mehr TP bekommen, Hope. Lernst Vigra, okay. TP sind nämlich deine Schwäche, kleiner Bengel. Ah, plus 200, das ist doch schon gut. Du darfst aber noch mehr bekommen. Ah, Magie noch weiter plus. Okay. Immer weiter. Okay.
1700 in Magie, das ist schon sehr schön. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei welchem? Ah, hier, Verteidiger. Okay. Okay. Manipulator. Wie sieht's denn da aus? Ernst Bann. Okay. Nice. Jetzt geht's weiter mit Brecher und Umschlag gelernt. Das ist echt. Seelenstoß. Ja, von mir aus. Lernst doch langsam mal eine ernsthafte Verteidigerfertigkeit. Schämen ist immer noch nichts zum Angriffe abhalten. So. Hopp. Hopp. Fluchgar? Okay. Jobstufe ist aber immer noch auf 1. Also. Doppelattacke. Uiuiuiui. 36.000 hat das gekostet. Weiter. Der Verteidiger wird es jetzt aufhören, nehme ich an. Ja. Okay. 6.500 HP. Das ist immer noch nicht sehr viel. Aber machen wir gleich weiter mit Fang. Wir waren bei. Brecher? Brecher, genau. Okay, immer weiter. Ja, schön viel Angriff kriegen. Boah. Okay. Verteidiger. Plus 48. Fang nicht übertreiben. Begnadigung, ne? So gehen wir vielleicht, wenn sie als Verteidiger drin steht, nicht sofort drauf, wenn wir einen schweren Schlag abkriegen, sondern bleiben mit einem HP stehen. Ist gar nicht so unnütz eigentlich, aber es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Okay. Wow, 1700 im Angriff, das ist doch auch gut. So, der Rest geht wieder in die sekundären Berufe. Ah, mit Heiler hat sie angefangen. Okay. So. Ah, Verheerer braucht schon 15.000. Ich glaube, da hatte ich mal eine Stufe mehr gemacht als bei den anderen. Ja, hier braucht es nur 12.000. Alles klar. So. Wieder eine Ebene gemacht. Bei Heiler genau dasselbe. Sie lernt Medica. Warum nicht? So, jetzt geht's mit Verheerer weiter. Ah, sie lernt die anderen beiden physischen elementaren Schläge. Nice. So, Mentor nochmal. Proteda. Okay, die hat komische Namen für ihr Zeug. Gut. Bei Verheerer wird es jetzt wohl aufhören. Oh, sie lernt hier auch Blitzra und Eisra. Gut. Als Verheerer ist sie sehr gut. Unser Fang. So, Sass. Du warst bei Brecher. Hast jetzt schon mehr HP als die anderen. Okay. Würdest dich gut zum Verteidiger machen. Mit so vielen HP. So, Verheerer. Der noch, genau. Lernst du hier auch was oder sind das alles jetzt nur Attribute? Was kommt hier? Desperado! Seine Version von Lightningsraserei hat genau denselben Effekt. So, Angriffkurs, das brauchst du unbedingt.
Hopp. Mehr HP. Boah. Na gut, Magie ist jetzt vielleicht nicht so doll, aber. Okay. Hast immer noch keine sehr bombastischen Werte. Augmentor ist fertig, Brecher war fertig. Okay, gut. Dann kannst du ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Heiler. Ha. Okay. Ernst auch Medica. Okay. Geht's mit Verteidiger weiter. Ich sag ja, das wird eine Weile dauern. Aber ehrlich zu sein, mir ist es gerade recht. Wenn wir so halt die besten Chancen kriegen. So. Weiter mit Heiler. Okay. Verteidiger. Sobald wir sämtliche KP verteilt haben, werde ich mich gleich ans Modifizieren der Waffen machen. Das verschieben wir nicht auf die nächste Folge. So. Manipulator. Na, schaffen wir die Ability noch? Ja. Gift. Aha. Aber ich glaube, für Heiler wird es nicht mehr reichen. Nee. Hört's auf. Gut. Snow. Oh, oh, oh. Brecher war bei dir fertig. Verheerer hatten wir gemacht. Genau. So. HP+. Nochmal HP+. Der kriegt die meisten. Stocker. Ah ja. Mhm. So, jetzt Verteidiger. Boah. Ja, Angriff, Angriff, Angriff. Snow ist noch so ein bisschen schwächlich. Der hängt immer so ein bisschen Lightning und Fang hinterher. So. Hopp. Hopp. Okay. Angriff plus, Angriff plus. Okay, der hat schon fast 10.000 HP jetzt. Jetzt kriegt er sie. Gut. Dann sind die drei fertig. Manipulator? Ja, Manipulator. Malediktion. Okay. Augmentor weiter. Schon Vitra drauf. So. Next. Was lernst du hier? Ex-Anima? Okay. Warum nicht? Courage. Das ist gut. So, und Heiler. Medica. Warum nicht? Und weiter. Jetzt wird es bestimmt gleich wieder aufhören. Uiuiuiui. Okay, auf dem Weg zu Gemach hat es aufgehört. Oh Mann. So, nur noch Venir. Hera war fertig. Manipulator waren wir, alles klar. So, Angriffskraft ist auch bei ihr nicht so wichtig, eher die Magie. Aber was sie hat, hat sie. So, Heiler. Boah. Lernst du noch was hier, oder? Ja, da links nicht sehe ich einen Ability-Stein, aber... Ach, stopp, ja, genauso. Gut, jetzt kann's jeder. Ja,
okay, viele HP, das ist auch mal nicht schlecht. Aha. Okay. Gut. Hätten wir das. Jetzt noch die sekundären Berufe. Waren wir echt bei Brecher, oder? Nee, hier geht's schon mit 15.000 los. Ich glaube, bei Verteidiger waren wir. Ja. So. Oh Gott. So, Augmentor. Noch X-Fry und X-Blitz. Von mir aus. Brecher. Anschlag. Okay. Als Verteidiger. Schutzsphäre. Na also. Jetzt hat sie wenigstens eine halbwegs anständige Verteidigerfertigkeit. Okay. Weiter mit Brecher. Okay, hier wird es wieder aufhören. Gut, KP vollständig verteilt, war fast 1 Million und trotzdem ist noch Platz nach oben, wenn auch nicht so viel. Okay, gut, machen wir uns gleich ans Modifizieren der Waffen. Zuerst mal würde ich mir gerne die von Hope nehmen. Hier, den Bumerang. Der ist ja im Grunde fast fertig mit der ersten Stufe. So, 10 Banko-Knochen. Ui. Hat gut gewirkt. So, Bestienkratzen auch noch. Na komm schon. Geht doch. So, wir brauchen nur was, was 4000 bringt. Wir müssen hierfür keinen Teilchenbeschleuniger verwenden. Das passt doch. Ja. 8 Stück davon. Und schon ist die Waffe mit einem Stern versehen. Und jetzt können wir eine Rotlegierung verwenden. Um Hobbs Waffe aufzuwerten. Zum Urobotzen. Gesundheit. Er hat mehr Angriff. Magie ist ein bisschen runtergegangen, aber das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Damit war im Grunde sogar zu rechnen. So. Halt, halt, Moment mal, bevor wir jetzt hier an dem weiter rumwerkeln, knüpfen wir uns erstmal Fangs Waffe vor. Okay, P-Bonus mal 3. Hier werden die Teilchenbeschleuniger schon nicht schlecht, aber. Irgendeine Alternative? Nö. Irgendwie nicht. Gut, würde ich sagen, benutzen wir 2 Stück. Ne, am besten gleich 3. Alle 3. Sehr schön. Gut, damit wäre Guy Bolk, wie auch immer das ausgesprochen wird, fertig. Kriegt auch die Rotlegierung. Und wird zu Gurgnir. Die ist sogar stärker als die vorherige Version. Heißt das Ding nicht eigentlich Gung, Nier? Ah, ist egal. So. Okay. Am Urobuzi würde ich gerne noch ein bisschen rumschrauben. Der ist nämlich jetzt schwächer als vorher. So, EP-Bonus mal 2. Boah. Gieriges Scheißvieh. So, EP-Bonus mal 3. Irgendwas müssen wir doch haben, was wir hier noch verwenden können. Nee. Nicht wirklich. 3,7? Nee. 5,4. Boah. Schwingquarz ist nicht übel. Nee. Auch nicht. 4,7.
7. Ach. 4, 1, 6, 8. Okay. Nehmen wir das. Subspirit plus plus ist jetzt drin. Hm. Okay. Ein bisschen was würde ich noch machen. So, noch mehr. EP-Bonus mal 3. Nehmen wir noch das Schwingquarz. Okay. Ist nicht viel, es ist immer noch eine Stufe und es sind noch einige, die steigen kann. Aber ich finde es so, wie es jetzt ist, gar nicht so schlecht. Jeder der drei hat jetzt eine Stufe 2 Waffe. Und damit dürfen wir uns ja eigentlich ganz gut schlagen. So Leute, das war jetzt die Folge, in der wir uns aufgepowert haben. Und in der nächsten geht es dann zu diesem komischen Gebilde dort hinten, wo unser gelber Pfeil auf der Karte hinzeigt. Dann geht es auf den Weg, den ganzen Farsiiden durch zum Bartenderless. Diesen Drecksack. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tata!